Für Ann-Kathrin Bendixen läuft es nicht so geschmeidig bei Let's Dance, wie gehofft. Bisher lassen die dicken Punkte noch auf sich warten. Und nun kommt die nächste Herausforderung auf die Influencerin zu. Die 24-Jährige muss auf Valentin Lusin verzichten und sich auf einen neuen Tanzpartner einstellen. Wer springt im Notfall ein? Ann-Kathrin Bendixen liebt Herausforderungen. Mit dem Motorrad tausende Kilometer alleine um die Welt zu fahren, ist kein Problem für die taffe 24-Jährige. Doch Let's Dance zeigt sich als schwieriges Parkett. Mit Tanzpartner Valentin Lusin und ihrem Jive landete sie in der ersten Folge auf dem letzten Platz. Eine Woche später lief es auch nicht viel besser. Und nun kommt die nächste Aufgabe auf Ann-Kathrin Bendixen zu, sie muss sich auf einen neuen Tanzpartner einstellen. Valentin Lusin erwartet Nachwuchs. Wenn es soweit ist, möchte der 37-Jährige bei seiner Frau, der Profitänzerin Renata Lusin, sein. Also muss Ersatz für ihn her. Wer im Notfall einspringen soll, ist noch unbekannt. Ann-Kathrin Bendixen nimmt es locker. Erstmal geht jetzt Frau und Kind vor und was ich dann mache, ist nebensächlich, erklärte die Influencerin im Interview mit RTL. Dennoch hofft sie, dass sich das Töchterchen von Valentin und Renata Lusin noch ein bisschen Zeit lässt. Bis Freitag muss es noch drin bleiben, danach könnt ihr machen, was ihr wollt. Das ist die einzige Sache, die ich von euch verlange.